So Leute, lange, lange ist's her, jetzt ist soweit bei Hearthstone mit Kapuzenwurm. Hallo! Bin wieder da. Hallo. Darf Hallo! wieder kommen. Dass mir aus dem Keller rausgelassen und das Mikrofon gelassen ist, darf ich wieder reden. Er ist entkommen, wir haben dafür Goro bei Runden reingesteckt. Genau. Warum Goro? Spielt der mit dir? Nein. Ach so, ich dachte, du hast mich Nee, wir haben dich ausgetauscht. aus dem TT-Keller haben wir dich Ach rausgelassen. so, ja gut, okay, gut. Ja, stimmt, da bin ich ja im Moment auch spärlich. So, was machen wir, Maru? Wir haben zur Auswahl Schurke, Schamane oder Rexxar. Ich weiß nicht, also wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr miteinander gezockt und es Ja. gibt so viel Wandel, so viel Wut in mir auf den blöden Jäger. Jetzt sollten wir Jäger spielen. Also, ich weiß nicht, das war damals wie ein Magier. Aber ja, wir können ja Jäger probieren. Wir können ja Jäger Weil Jäger probieren. in der Arena ist interessant. Machen wir Okay, das mal. gut. Ich kann dir leider noch nicht zuschauen. Also, das geht noch Na, nicht. richtig. Ja. So, ich habe mir also für die Zuschauer auch immer zum Vorstellen so ein Addon nochmal besorgt gehabt für Hearthstone. Also Addon heißt so ein externes Programm, das die Karten mitzählt und dir gleich einen Tipp gibt, was die beste Karte aus den drei Auswahlen ist, die du hast. Aha. Ach Zum Beispiel, ich so. habe jetzt Schrottbot, Echoschlamm, Murloc-Anführer, da beide Schrottbot-Murloc-Anführer ziemlich kacke sind, nehmen wir den Echoschlamm Das mit. Ding ist, Hat mir vorgeschlagen. kurz, ich werde dir da, also helfen kann ich sowieso nicht, aber ich werde mich da raushalten, weil ich sehe es nicht. Das ist immer, das dauert sonst zu lang. Such einfach aus und mit Okay. ihm spielen wir dann. Ja So. gut, dass der Hunde los ist, no-brainer. Ja. Deadly Shot, klar, her damit. Ja. Also Glewehr müssen wir auch mitnehmen. Also da führt ja nichts dran vorbei. Sprengfalle. Was? Nein, ich soll den Raptor mitnehmen. Na gut. Everyone, get in here. Okay, Schuppenheilerin gegen den Schlamm. Ich stelle mir die Schuppenheilerin vor, aber ich bin ein Fan vom Ooze. Wir alle wissen ja Ooze, Ich Ojo, Luz. auch im Us rein. Naja. Die Glutelfenklägerin, noch ein tödlicher Schuss. Ah, der Dampfdruckschütze. Toll. Aber Ey. bisher habe ich nur 2 und 3. Hä? Bisher habe ich nur 2 und 3er Karten. Ah, gut, okay. Quickshot oder Ogre? Wir haben noch keinen richtigen Removal, ne? Dann nehmen wir den Quickshot mit. Müssen wir jetzt große Viecher mitnehmen. Dann machen wir noch ein Fass. Noch ein Glewehr. Wie viele Karten hast du schon im Deck? 15. Okay, bist wirklich fertig. Wirklich Also bist bisher habe fertig. ich 3 Mana. Also ich habe 0, 1 und ganz viel 2 und 3er. Oh, guck mal, noch ein Glewehr. Jetzt nehme ich den Ogre mit. Ein Glewer? Ja. Ist das nicht Glief? Nee, der heißt Glewer, okay. Glewehr. Oh, okay. Also die Mana. Ich brauche Card Draw. Ich brauche so dringend Card Draw und ich habe keinen. Haben wir eigentlich schon eine starke Karte im Deck? Oh ja, ein paar. Okay. Ich ziehe nur keine Karten, um sie dann zu benutzen. Ah, das ist nicht Ah, gut. Akolyse-Schmerzen unbedingt her damit. Noch ein Schnellschuss für Mercatron Removal. Noch ein Akolyt. Nee, nein, mein Mech-Panzer. Und zum Abschluss den Himmelsgolem. Okay, also unser Deck sieht super aus. Also wir haben also zwei riesengroße 2 und 3er und dann, ja, ein bisschen von den anderen Richtungen. Ja, Ja, mal gucken. kann ich dir. Nee, ich kann doch gar nicht. Ich Nee, wenn ich möchte jetzt endlich Start drücke. meine Themen raushauen, die Ja, in dir brodeln. jetzt können die zuschauen. Nee, ich muss sie einladen zum Zuschauen. Echt? Nee, warum? Hast du ausgestellt? Ja, ich kann erst einladen, wenn ich im Das Spiel kann bin. man ausstellen? Ja. Aha. Das sagt so, keiner darf mir zuschauen. Penner heißt die Funktion. Richtig, ganz Ja. genau, die ganze Funktion. Ja. So. Was wollen wir uns zuerst aufregen, Kapuze? Ja, aufregend. Warte mal, ich muss mal reinkommen. Ah, jetzt. Oh, ich habe eine Einladung bekommen. Oh, hat euch als Zuschauer eingeladen. Ich fühle mich besonders. Nee, worüber wollen wir reden? Wollen wir über Hearthstone reden? Wir können jetzt Runde über Hearthstone reden, ja. Ja. Jetzt kommt ja der. Fang mal ganz simpel an. Jetzt kommt ja das neue. Am Montag kommt das raus, die neue Erweiterung. Wusstest Genau, am du? Ja, das Montag. wusstest du. Natürlich. Was sagst du dazu? Wie findest du die bis jetzt? Also, ich mag viele von den Karten eigentlich. Ja. Natürlich, wir alle wissen, ich und Zufallschancen, das funktioniert nicht. Ja. Aber findest Aber. du eine Klasse jetzt schon zu stark? Also zu Magier. OP? Magier? Das ist eine coole Kombo vom Magier. Welche denn? Was meinst du? Na, diese ganze. Diese Wie heißen die Dinger? ganze, ich benutze meine, oh meine, Akkad. ich benutze Genau, deine meine Heldfähigkeit. Heldenfähigkeit Piu-Piu. 3 Millionen Mal.
Genau, Diese danach macht scheiß er aber drei Monster. Schaden und kriegt noch extra Zauber und. Ja, das ist ein bisschen sehr krass, Herr Blizzard. Also ich finde es auch ein bisschen sehr stark. Was hat denn der Schurke Geiles bekommen? Der hat ewig nichts mehr, oder? Ich glaube, vom Schurk hat man gar nicht so viel gehört, Ja, ja. der Schurke ist so, weißt du, so alle, also kommt mir wirklich so vor, so alle Klassen, besonders der Magier, die kriegen halt voll die geilen Sachen und da wird drüber geredet und oh, neues Feature und so. Und vom Schurken hat man gar nichts. Finde ich. Also ich habe immer gerne Schurken gespielt, aber je länger ich Hearthstone spiele, desto mehr kommt es mir vor, als würden manche Klassen bevorzugt werden. Er kriegt einen Mana-Wurm. Ja. Vor allem, und das hab ich vorher schon gesagt, was mir sehr am Nerv geht, ist diese Random-Kacke, die immer mehr passiert, finde ich. Dieses, oh, der Zwergi. Der Zwergi schießt auch mit weg. Der Murloc. Sitzt. Piu. Genau, und dann den Schuss auf dem Dingsee da. Piu. Genau, weil er muss seine Hero Power nutzen. Und wir haben noch nicht die Erweiterung. Also kann er noch nicht unlimitiert wegballern. Ja, könnt auch jetzt nicht, weil es kostet 6 Mana. Ja, aber es gibt eine Karte. Oh, arkane Geschosse. Es gibt eine Jetzt Karte. kommt's. Kennst du die 2-3er? Zwei Ja, Dreier, doch, wo du ja. eine Ja, den Heldenfähigkeit Border Commander, zweimal. ja. Genau, wo du eine Heldenfähigkeit zweimal benutzen darfst. Hätte reicht. Aber nee, ich finde, es wird immer mehr random Hearthstone, leider Gottes. So, ich weiß nicht. Es schaut sich halt besser zu, das musst du halt bedenken. Ja, aber eben, das weiß ich nicht. Ich glaube Ich nicht, weiß, was du dass. meinst. Ich Ich glaube weiß einfach, nicht, was du dass das der meinst. Hintergrundgedanke ist. So, da. Hey, wir machen jetzt ein Ändern, wo es Spaß macht zum Zuschauen. Ich glaube, es ist halt eher so. Weiß gar nicht. Das ist einfach nur Kacke. Deadly Shot! Ja, dachte ich mir auch. Das erste Mal machen wir das kleine Viech da weg. Dann denkt er sich, haha, ich kann gleich traden. Und dann mal Aber nee, Piu. nee, nee, machen wir. Bin nicht schlecht. Nee, ich finde es wird ein bisschen random. Immer mehr, vor allem. Weiß nicht. Vielleicht ist es jammer ich dazu sehr, aber wie findest du, dass sie. Ich finde, sie haben sich ein bisschen zu sehr. Ein bisschen zu sehr auf diese. Also bei Goblin vs. Gnomes war es ja diese Mecha-Decks. Da hat sich alles um Ja. Mecha gedreht. Und ich finde, dass es sich ein bisschen zu krass bei den Addon diese Hero Power dreht. Das soll das ja, das mal was Neues sein Ja, sozusagen. Das heißt aber. mit die Hero Power und halt dieses Thjosten. Ja, aber ich Das Neue. glaube, dass, also bei den Mecha, das war eine Klasse, weißt du, eine Klasse, die du spielen kannst oder nicht. Die Hero Power, ich würde nicht sagen, dass es eine Funktion ist, ich glaube, dass das eine Funktion ist, die alle spielen. Es gibt jetzt nicht viele Minions, die, glaube ich, sinnlos werden. Das ist so wie der Yeti. Keiner haut mehr den normalen Yeti rein, alle hauen den mechanischen Yeti rein. Dafür ist, hat der Mechaniker hier einen quasi auch einen Nachteil, weil den Gegner genauso einen Ersatzteil gibt. Ja, aber es haut keiner mehr den normalen rein, so denke ich. Und wenn du. Also, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an. So, als würden halt ein paar Klassen sehr useless durch diese Hero Power, durch diesen Hero Power Wahnsinn werden. Es ist mir ein bisschen zu viel Hero Power. Vor allem haben wir, ich kann mich erinnern, vor nicht allzu langer Zeit erzählt, dass wir in Magier seine Hero Power sowieso viel zu krass finden. Kannst du dich erinnern? Ja. Jetzt wird's noch krasser, Noch ne? gar Musst du nicht so lange diesen. her. Da haben wir gesagt, dass es wahnsinnig ist, dass es eine Klasse gibt, die um den Spott herumschießen kann. Und jetzt kann er das. Keine Ahnung, wie oft. Mein Schild für Argus. Wenn das so weitergeht, steht die Welt nicht mehr lange. So. Naja, gut. Ich weiß, also ich Wir finde. versuchen uns hier am Leben zu halten, erstmal. Ja. Ja, 6 Runden müssen wir noch durchhalten. Also ich hoffe, dass es balanced bleibt, das Spiel. Ich fand's vor Goblin vs. Gnomes echt angenehm, auch den Schurken zu spielen, hat irgendwie Spaß gemacht.
Aber ich weiß, also ich gehe da vielleicht zu sehr auf den Schurken ein, aber es ist halt eine Klasse, die ich gern gespielt habe und die ich finde sehr vernachlässigt wurde in letzter Zeit. Es gibt immer noch kein Flächendamage vom Schurken. Außer seine Blades, aber dazu braucht er auch eine Waffe. Okay. Aha, jetzt können wir voll krass rumstylen. Mal wieder. Wie stylen wir rum? Ja, indem ich jetzt den Dampfdruckschützen spiele und. Oh, das Starlight! Das ist Mage 2.0, was wir gerade haben. Ja, gibt's auch so ein, wie heißt das, einen Legendary, der eine Heldenfähigkeit verstärkt, dass sie auch 2 Schaden macht. Ja, genau dieser Geist. Das ist ja auch so krass. Oh, denkst du, das ist Copy-Paste das Geheimnis? Denkst du, ein Dupli? Oh, scheiße, das wäre jetzt fatal. Das ist jetzt ein Mirror-Image mehr. Dann ist jetzt ein Dupli wert und ey, dann würden wir 8 Schaden kassieren. Er müsste traden. Ne, er muss traden. Oh, ist okay. ja. Knappe, mir zur Seite. Wappe, mir zur Seite. Muss er traden? Nee, er geht Face. Oh, er will Face gehen. Er hofft, dass Face. Er. Wir sind das, Herr Smaug. Ja, wir sind das Smaug. Kennst du das Lied? Nee. Nein? Das Jägerlied? Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur halt das hier, Smaug of Face. Oh, doch, ich glaube, ich kenne es. Ich habe vorhin öfters mal gehaut. Nope. Genau, doch, das kenne ich ja. Ja, das ist super. Face the place, yep. Ja, die ganze. Go for taunt, nope. Ja, genau. Ja. Ne, Jäger ist auch so, ich weiß nicht. Also, wenn mich, also, einfach mal so von Hearthstone hat mich am meisten aufgeregt, der doofe Magier. Dann, jetzt ist es eher der Jäger. Und ich glaube, jetzt wird wieder der Magier. Also ab Montag. Und das ist aber. Das kann durchaus sein. Das ist ziemlich knapp. Ja. Ich bin völlig das Geheimnis, ist entweder eine Eisbarriere oder ein Zermalm. Ich kann mir vorstellen, dass es. Wenn es ein Eisblock wäre, wäre nicht so nice. Ein Eisblock ist gar nicht so schlimm. Ja. So schnell sterben wir nicht, außer er zieht einen Feuerball. Macht er. In the face. Face the place. Face the place. Okay. Ah, ich hab verloren. Wenn das jetzt zerstört, jetzt habe ich verloren. Also, man kann dich jetzt tricksen. Ja, aber war's nicht. Oh, ey, nice. Richtig gut. Lululululu. So, bitte. Mr. Maru. Das ist ja ein gelungener Start. Ja. Dann. Ja. Also, okay, Hearthstone-Entwicklung. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu random wird. Wird sich zeigen, wie viel von den Random-Sachen da wirklich reinpasst, ob das Thjosten die Mechanik überhaupt funktioniert. Und ich denke mal in Control-Decks. Das Thjosten ist eher so für Control-Decks gedacht. Welche Kontrollkrieger vorstellen mit der Thjost-Mechanik? Ich habe da eh 10, 8 plus Minions drin oder so. Ist das dieses Inspire? Nee, Inspire ist die Heldenfähigkeit. Ja, Thjosten ist dieses, ich ziehe eine Karte und wenn er ein Höhere ist, kriege ich gewonnen. Ja, genau, das ist auch so. Das ist das eh der Random-Aspekt an den Ganzen. Ja, richtig, aber wenn du Thjostest mit einem Control-Deck, ja, hast du ja sehr oft quasi die Nase vorn. Das macht auch, also es, wie du sagtest, das habe ich mir auch gedacht, dass dieses Thjost, macht halt auch nur Sinn, wenn du große Minions im Deck hast. So, ich habe gehört, kann man eine Bratwurst sich freischalten an dem Ding. Eine Bratwurst? Mhm. Achso, man muss das essen und dann neu. Genau, Kugeln, hier ist, oder was? Ja, ich habe Bratwurst und ein Bier. Ich hab Brot und Bier. Ich will eine Bratwurst. Du kannst doch das Fleisch drehen. Ja, ich hau gerade die Minions oben links. Achso, ich muss fertig drücken. Entschuldigung. Ups. Dann lädt sich da ab. Ich muss Web spielen. Ah, Hordebanner. Oh, grün, ich will ein grünes. Ich will meine Bratwurst. Wie hast du die Bratwurst kriegt? Oh, da, ich hab keine Bratwurst. So, noch ein paar Pfeile rein. Oh, wie cool. Bei den verhauen wir noch ein bisschen. Du kannst den Pfannen links unten auch hauen. Hm. Wusstest du das? Face a place. Was? Links unten sind so Pfannen. Ja, stimmt, doch, da kann man ein bisschen Musik machen. Kannst du oben auch Musik machen. Oben? Ja, diese komischen, Viecher da kannst du wegschubsen. Links oben? Ja, genau. Achso, ja. Ja,
Also ich finde schon nice, diese Interaktion mit dem Spielfeld, die ist immer sehr kreativ, die mag ich ganz gerne. Eigentlich würde ich ja gerne weiter ins Gesicht smorken, aber wir wollen das schließlich auch gewinnen. Also weiter ins Gesicht smorken. Leider nein, leider lieber Train, weil, ne, das sind Druide, du kennst ja diese blöde Karte plus 1 auf alles. Ja, glaubst du, die hat da, der Boy. Naja, etwas ähnliches. Egal, ich habe wieder immer meinen Dampfdruckschützen, genau, das heißt, wenn wir jetzt zum Magier 2.0. Juhu! Ah, und Maro, was passiert sonst in der Welt? Was ist sonst so? Hast du das mit dem Drachenlord mitgekriegt? Drachenlord? Wer? Dem wurde live vor 4400 Leuten das Herz gebrochen. Wer ist der Drachenlord? So ein etwas größerer Streamer. Ja, und was hat er gemacht, der arme Bub? Also er hat anscheinend die meisten Hater auf der ganzen Welt oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber was hat er gemacht? Er hat live einer Frau, die er niemals gesehen hatte, einen Heiratsantrag gemacht vor 4000 Leuten. Also fast unüberlegt, würde ich sagen. Und sie hat gesagt nein. Nee, sie hat nicht gesagt nein. Sie hat dann sozusagen gesagt, vor der Kamera. Dann auf einmal sagte Meiertag, ging sie dann zurück, hat die beiden Stinkefinger hochgehalten. Du bist die größte, fetteste, dümmste, also alle Beleidigungen rausgekommen, die ihr einfallen konnten. Hat sie zu ihm gesagt? Ja. Warum? Weil sie ein Hater von ihm ist. Warum macht. Hä? Warum macht ihr einen Antrag? Weil. Ihr. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das müsste man die Roman Jace fragen. Ne, das wusste er nicht. Der hat ja quasi ihn verarscht, der hat ihn irgendwie ein halbes Jahr bearbeitet oder sowas, so getan, als wäre sie auf seiner Seite. Das ist ja eine blöde Bitch. Und sie, das war's wert? Da wäre mir die Zeit zu schade gewesen. Anscheinend war es das denn wert. Ich meine, es hat die deutschen Twitter-Trends kontrolliert. Hat sie was? Die deutschen Twitter-Trends. Ach so. Also Platz 4 und Platz 8 hatten sie davon. Okay. Ja, ich... Keine Ahnung. Das habe ich nicht gehört. Aber das ist jetzt auch nicht so krass, finde ich. Naja, doch, wenn dir vor 4400 Leuten leicht das Herz gebrochen wird, ist schon krass, finde ich. Ja, aber... wie kommen wir hier am besten durch? Auch krass. Bärchen traden. Bärchen, ja, sie könnten Bärchen Quickshot das wegmachen. Den Drachen abschießen. Aber was für ein Face geht, ist zu wenig. Hier, wenn wir jetzt 6, Face gehen, wären 8 zu Face, hätte er noch 10. Wir könnten den noch spielen. Da hätte man einen 9-9er hier stehen. Wenn er keinen Big Game hat, hätte er ein Problem. Ich weiß nicht, wollen wir traden? Eigentlich müsste ich traden, aber andererseits, Face is the place, ne? Face is the place, ja. Ach, wir sind heute mal ein Jäger. Bist ja so, du bist ja verrückt, Maru. Das wird uns Kopf und Kragen kosten. Ach, Quatsch. Ich schwör's dir. Das ist. Oh, und den Schlamm. Ey, das ist Faces to Place, yeah, but... Wir sind Jäger, wir müssen Faces to Place gehen. Das geht nicht anders. Jetzt trade deinen coolen Bären mit seiner blöden Spinne. Oder mit Swipe. Oder mit Sternring. Oder mit dem Scheißring. Ja. Das war natürlich ein sehr guter Top-Deck von ihm. Deswegen ist Face nicht the place. So, jetzt alle, die mir sagen, geht doch mal öfter Face, habt ihr davon. No. Der ist für euch. Genau, danke. Wegen euch verlieren wir jetzt. War das eigentlich ein Top-Deck? Ja, das war ein Top-Deck. Oh, links oben, schau dir die an. Figuren ändern immer ihre Haltung, ist schon aufgefallen. Nee. Links oben. Wenn irgendwie ein Crit, wenn der Simon hat gerade angegriffen, da hat sich der eine den Mund, der eine die Augen und der andere die Ohren zugehalten. Yay, yeah, wir sind tot. Er wird. Ja. Das war leider ein Top-Deck von seiner Seite aus. Dafür haben wir unser Faces the Place wurden genau. Bestraft. Seht ihr? Jäger ist nicht cool. Ja, Faces ist nicht immer the Place. Ja. Das ist so. Aber es war auch ein Top-Deck. Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber, ja. Genau. Genau.
Okay, also im Endeffekt hat es halt noch weitergezogen, ne? Dann hat er live im Stream vor 4000 Leuten geheult. Was, der Boy? Und die drei, die ihn verarscht haben, also die Frau, die zwei Haben sich Kerle, haben dann. gefreut. Die haben, weil sie ihn ja so verarscht hat, hat sie ja mal alles Privates erzählt, ne? Ach Das heißt, sie so. hatten seine Privatadresse, seine Telefonnummer, alles. Voll die Rufschädigung. Naja, es standen am Ende Leute vor seinem Fenster, haben mit Steinen geworfen. Bei ihm? Ja. Warum? Haben den Pizza bestellt, haben ihn angerufen, die ganze Zeit auf dem Handy. Warum? Also ja, wenn die Pizza bestellt, das ist keine Beleidigung. Also, da Ja, sagt die er haben ja nicht die Danke Pizza und. bezahlt. Die Was nur sind das Pizza zu für ihm bestellt. Penner? Asi ist halt, ne? Ja, ich meine, warum ist er so unbeliebt? Ich meine, vielleicht hat er es ja verdient. Aber warum ist er so unbeliebt? Das habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil ich meine, wenn ich ihn, wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er alten Omas die Sitzplätze immer wegnimmt oder so und deswegen gehatet wird, dann kann man das ja noch nachvollziehen, dass man den nicht mag. Aber wenn er lieb ist, wie wir beide, dann würde ich es Genau. nicht verstehen. Sag ich Ich jetzt genauso mal. wenig. Ja, Ich genau. hab, aber anscheinend ist er einfach so eine Person, die man hätte, weil sich selbst halt irgendwie immer lächerlich macht und da stehen die Leute voll drauf, dann darauf rumzuhacken. Ist aber auch böse. Es gibt zu viel böse Menschen auf dieser Welt, Mau. Yep. Hier sind keine davon. Genau. Ja. Nee, das habe ich nicht gehört. Das Einzige, was man im Moment nur liest, ist diese blöde Asyl-Streit-Kacke. Das ist Ja, das das sowieso, ja. Einzige, was ich jede Minute lesen muss. Fernab, was ich dazu sage. Aber es nervt mich, dass ich irgendeine Seite öffne und das Erste, was mir in die Augen springt, ist das. Es ist halt das größte Thema. Ja. Jeder hat dazu eine Meinung und denkt sich, haha. Ja, eh. Ich meine, wie gesagt, fernab, ob das jetzt, das mag, also, das mag für manche noch so tragisch sein, das ist gar keine Frage, aber trotzdem ist es nervig. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, Weil, klar. ja, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist sicherlich tragisch für manche. Aber trotzdem, ja. Ich weiß nicht, was. Das ist jetzt auch schwer, gell? Darüber. Ja, darüber zu reden ist so ein Das ist ganz bisschen. genau. Da kannst du jetzt sagen, da kannst du jetzt entweder sagen, ja, die Penner, geht's weg. Oder du kannst sagen, ey, ihr Penner, kommt rein. Ja, der Weißt du, kommt rein. was ich meine, oder? Also du kannst. Hey. Und du trittst der Partei und der Partei auf den Schlips. Also das ist. Deswegen kommt ja keiner nach Österreich. Was? Die wollen ja gar nicht zu euch. Die wollen ja gar Ja. nicht zu uns? Yeah. Wieso? Was wollen sie da? Was wollen Sie da? Was ist das für eine Frage? Ja, was Nee, wollen Sie keine da? Ahnung. Die wollen alle nach Deutschland aus irgendeinem Nein, Grund, ne? wir haben doch. Ey, bei uns gibt es so viel. Also bei uns gibt es so viel, aber bei uns steht so viel in den Nachrichten. Also Österreich hat auch da viel. Also Okay, das hört mir, da hört man gar nicht. Man hört immer nur alle doch. Deutschen sowieso Ja, weil rumheulen, du so in wegen. Deutschland wohnst. Weil du in Deutschland wohnst. Ich Aber. höre halt nur rumheulen. Das Aber zum ist halt Beispiel alles. ein kleiner Ort in Österreich, der heißt Treskirchen. Okay. Und das ist so ein, es ist so ein kleines Dorf eigentlich. Und in Treskirchen ist es so, dass glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen nicht, aber in Treskirchen ist es so, dass da halt ein fettes Asylheim ist und da pennen halt auch viele draußen und so. Und anscheinend, was ich so gehört habe, kommen viele der Treskirchner, also in der Anwohner. Man weiß es nicht so recht. Ich habe noch mit keinem persönlich gesprochen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, dass man sich selber einen Eindruck macht, als dass man die Zeitung liest, wahrscheinlich. Aber was man so hört oder so, kommt man damit viel nicht zurecht, weil es anscheinend echt sehr viele sind, weil der Ort halt in der Relation sehr klein ist, weißt? Also bei uns gibt es halt auch irrsinnig viel Berichte drüber und ja, bla bla bla. Das ist halt, ja. Also bei uns gibt es genug. Also bei uns tut sich da auch genug, nicht nur Deutschland.
Okay, ja, das hört man halt, Deutschland hört man halt wirklich nur so, wir nehmen alle auf und zu Ja, den anderen geht ja so ein niemand und Schwachsinn. mi, Nee, mi, nee. mi und bu, bu, Es ist bu. nur so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei uns ist es so, in Österreich ist es so, dass es ja in verschiedenen Bundesländern, dass da zum Beispiel die Aufteilung ganz schrecklich ist. Hast du das? Ist Ja, es bei euch das auch stimmt. Die so? wollen alle, ja, genau, die wollen alle in die großen Städte rein, so Berlin und sowas, die überlaufen. Ja, genau. Und das Ding ist zum Beispiel, dass es bei uns in, also bei uns wird gesagt, so in Wien hat, glaube ich, eine Aufnahmekapazität gerade von, ich weiß nicht, so 96% oder 98%. Also da geht noch ein bisschen was, aber es ist halt schon bei den 100. Oder manche Länder haben zu viel, also manche Bundesländer haben zu viel. Und Kärnten zum Beispiel hat am wenigsten. Ich weiß nicht, wie viel die haben, aber die haben, ich glaube, unter 50% oder irgendwie so. Also das ist auch irgendwie so scheiße aufteilt bei uns so. Was ich so gehört habe. Das kann das, ich weiß nicht, das ist immer so. Ja, ich weiß nicht, das ist immer. Ist ein ganz ein blödes Thema. Das stimmt. Naja. Aber da tut sich auch genug bei uns. Okay, die deutsche Berichterstattung ist da wirklich von wegen, bei uns sind alle. Ja, das, ja, aber ich Und glaube, Griechenland braucht Geld. Das sind die zwei Sachen, die in der Nachrichten bei uns sind. genau, jetzt kommen so zu Griechenland, braucht Geld. Und es ist so heiß. Es war auch heiß. Na, bei uns inzwischen ist es zu nass. Bei uns, Davor war ja, es, bei es uns ist zu regnet es trocken. auch. Aber bei uns hat es vor einer Woche 38 Grad in Wien gehabt. Aber ich war nicht da. Ich war in London und danach war ich in Deutschland. Und jetzt haben wir verloren, oder? Ja. Zwei Flammenstoße waren zu viel. Wie immer. Aber wir bringen es wieder unserem eigenen Ogre um. So. Er hat ihn gemirrored. Na, danke. Oh, Nachdem er weißt seine zwei Flammenstöße das Spiel gewonnen hat, ja. danke. Oh, du Pro. Du Pro, du Pro, freust dich sicher schon auf die dumme Erweiterung, damit dein Mage noch stärker wird. Bestimmt. So, die erste Folge haben wir damit erfolgreich überstanden. Ja. Am nächsten geht's weiter. Bin Bis nicht dann, Leute. gewonnen. Okay, wir lieben euch, Maru. Genau, das auf jeden Fall. Und bleibt brav. Das sind sie alle. Gut, dann tschüss. Tschüss.